Gestern war ich aber der Ernährungsberaterin. Das hat mir ganz gut gefallen, denn Essen ist ja eher so meine Leidenschaft, im Gegensatz zu Sport eher nicht. Aber Weihnachten, zu viel Truthahn, bisschen was auf den Rippen. Und das will ich jetzt mal sozusagen für Faule etwas wegbekommen. Und dabei hilft mir Jana. Die ist Personal Trainerin und vor allen Dingen Olympiasiegerin im Rudern. Ja, hallo Anneke, willkommen bei uns hier im kleinen Mikrostudio. Und ja, ich werde mal schauen, ob ich dich mit unserem neuen oder mit dem EMS-Training wirklich auch begeistern kann und du die Sinnhaftigkeit dahinter verstehst. Ja, ob ich das verstehe, werden wir nochmal sehen. Aber es ist ja so, mir werden jetzt Elektroden angeschlossen und somit die Muskeln von außen stimuliert. Das heißt wirklich für Faule, oder? Ja, im ersten Moment denkt man, das ist was für Faule. Wir werden aber beim Training auch merken, wie anstrengend dieses Training ist. Es ist ein hochintensives Training. In 20 Minuten komprimiert und in diesen 20 Minuten machen wir ein Ganzkörpertraining, sprich wir erreichen alle großen Muskelgruppen, Basismuskulatur und das ist vielleicht das Wichtigste, auch die Tiefenmuskulatur. Und du bist Olympiameisterin im Rudern und da hast du das auch kennengelernt. Ist das komisch oder was macht das mit einem? Also es ist komisch, es ist gewöhnungsbedürftig und wie gesagt, als ehemalige Hochleistungssportlerin haben wir das schon in unterschiedlichen Trainingsphasen des Jahres als Unterstützung bekommen. Jetzt seit 7, 8 Jahren ist es für uns als Otto-Normalverbraucher eben auch zugänglich gemacht. Es ist gewöhnungsbedürftig, es wird auch immer, also jedes Training ist immer wieder eine kleine Überwindung, aber wenn man das erstmal gemacht hat und wenn man auch bei dem Training ist, ist man einfach begeistert, wie wirklich diese Wirkung auch ist und auch diese Nachhaltigkeit. Na, da bin ich ja mal gespannt. Dann würde ich sagen, rein in den Anzug und Strom ab, wa? Ja. Komplett verkabelt. Ich habe hier Wugwelle, damit ich auch schön hier da kontrahieren ja, kann. Wahrscheinlich, wenn der Strom durch meinen Körper huscht. 20 Minuten dauert das Ganze. Ich hoffe, ich überlebe das. Was passiert jetzt? Jetzt geht's los mit dem eigentlichen Training. Wir haben hier 8 Bereiche, die stellen wir alle hintereinander ein. Die ganzen Muskelbereiche, ne? Die einzelnen Muskelgruppen mit der Intensität, die wir am Anfang erstmal vertragen. Also wie viel Strom? Wie viel Strom? Und dann machen wir auch ein bisschen Sport dabei, ein paar Übungen, damit das eben auch richtig reinhaut und wir richtig. Ich habe ein bisschen Schiss, Jana. Ja, das ist auch richtig. Schiss nicht wirklich, aber Respekt. Ne? Okay. Weil dieses Training kennen wir so nicht und es ist wirklich erstmal gewöhnungsbedürftig. Und werde ich morgen Muskelkater haben oder nein? Ich hoffe es. Oh Gott. Dann hat's was gebracht. Gut, dann lass uns loslegen. Okay, Start läuft. Achtung, nicht erschrecken, der Oberschenkel. Genau, schön gegenspannen. Achtung, Oberschenkel bleibt. Popo kommt. Nicht so viel. Entspannen, ausatmen. Jetzt kommt der untere Rücken. Gut. Ja, der kann das ab. Das faule Fleisch, sage ich immer. Pass auf, obere Rücken. Gut, genau. Nicht hecheln, richtig tief aus dem Bauch rausatmen. Und die Seite. Gut. Und der Po. Achtung. Das heißt, man drückt da so gegen. Oh, jetzt genau. Mein Hinter. Du merkst, wie du von außen eben zur Kontraktion und du musst gegenspannen. Ja. Umso besser wird es vom Gefühl. Ist gewöhnungsbedürftig. Aber du merkst auch schon, der erste Schock ist vorbei und langsam tust du dich ein bisschen akklimatisieren. Ja, das ist super. Ja. Das ist ganz, und jawohl. Was bringt das jetzt, Jana? Das musst du mir bitte nochmal erklären. Ja, wir werden ja jetzt von außen zur Anspannung gebracht und jeder Muskel, der angespannt wird, sprich kontrahiert wird, wird oder entwickelt sich, baut sich auf, kriegt wieder seine Stabilisierungsaufgaben, wird aktiviert. Und wir in unserer bewegungsarmen Zeit sind eben wirklich muskulär, außer Beine, sag ich mal, ein bisschen im Oberkörper eben schlecht aktiviert von der Muskulatur. Und was bringt das jetzt? Nehme ich dadurch ab oder was passiert dann? Also wenn du mit deiner Ernährung dich auch gut tust, nimmst du natürlich durch Training, durch aktivierte Muskulatur auch nachhaltig ab. Ne? Jeder Muskel, der aktiviert ist, verbrennt per se mehr Kalorien als ein nicht trainierter Muskel. Ja. Dieses sogenannte Hochofenprinzip, also mehr Verbrennung auch in Nicht-Sport. Und aber es ist eher zum Muskelaufbau, oder was?
Muskelaufbau sagen wir jetzt nicht so, sondern Aktivierung, weil wir keine Muskeln aufpumpen. Ne? Also wir sehen nicht irgendwann aus wie Arnold Schwarzenegger oder so. Ein Glück. Sondern wir kommen aus der Tiefe, wir festigen, wir straffen, Zellulitgeschichte, ne? Tiefenmuskulatur, dann natürlich die ganze Osteoporose-Geschichte bei uns Frauen. Ne? Und das bringt letztendlich den Erfolg und macht EMS-Training. Aber meinen Truthahn kriege ich weg? Den kriegst du weg, wie gesagt, mit vernünftiger Ernährung und auch das Trinkverhalten, also sprich viel Trinken ist eine ganz wichtige Geschichte und regelmäßig muss man leider sagen, eben Aktivierung der Muskulatur. Okay, dann lass mal eine Übung machen. Ja, pass auf, neue Übung, Bizep-Curl. Und den Po runter. Runter. Oh, ja, sehr gut. Entspannen und wieder. Runter. Ja, du machst das schön weiter. Pass auf. Und ich habe zwei Möglichkeiten, die Intensität immer zu steigern. Runter. Entweder hier rechts über das Hauptlevel, da setze ich alle acht Bereiche mit einmal hoch, ja. Sprich alle, jede Muskelgruppe. Oder aber du traust dich schon, Annike, zu sagen, Mensch, Jana, gib dem Po mal noch eine Ladung. Ja, gib dem Po mal noch ein bisschen Gummi, die Zellulite hat keine Chance mehr. So, Achtung, jetzt. Geschafft. War doch eine etwas ungewöhnliche Erfahrung mit diesen Stromschlägen. Aber wenn ich daran denke, dass ich nur einmal in der Woche hergehen muss und dann 20 Minuten an Strom angeschlossen werde und das den gleichen Effekt hat wie zweimal in der Woche schön zwei Stunden da hinten abrackern im großen Studio, dann doch lieber Stromschläge. Aber es ist schon echt ungewöhnlich, aber es hat auch Spaß gemacht. Also, wer jemand denkt, das ist was für ihn, dann einmal EMS-Training.